Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Snowtopia, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, gut, eigentlich ist logisch, dass ihr eingeschaltet habt, denn ihr habt euch gewünscht, dass ich noch eine Folge mache hier in Snowtopia. Ja, wir gucken im Spiel mal weiter über die Schulter. Es geht weiter. Ja, komm hier, confirm. Gondola. Ja, ich will eine Gondelbahn, Leute. Das ist das Ziel, ja. So, Leute, das hier... Ja, bla bla, weiterbauen hier, klar, das machen wir doch. Das ist unser Skigebiet bis jetzt. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Und jetzt sehr laut die Musik für mich. So ist besser. So, ja, schön. Auf geht's, weiter geht's. Wir haben in der letzten Folge ja hier unsere neue Piste gebaut. Und die soll natürlich auch befahren werden. Ne? Das heißt, es müssen jetzt die Lifte fertig werden. Das wird auch gerade hier gemacht. Und dann muss die Piste hier noch gebaut werden. Dieser Lift muss noch gebaut werden. Also es ist einiges zu tun hier. Ach, guck mal, die bauen sogar parallel jetzt. Ja, Leute, schön, schön. Und hier, wir sehen schon, der Lift hier, komplett überfüllt. Ja, da geht jeder rein. Blau, grün, rot, alle da. So, das ist gut, das ist sehr gut. Was haben wir denn eigentlich? Ja, wir haben ein bisschen das Problem, dass wir nur 14 Volunteers haben. Ich könnte jetzt natürlich sagen, Leute, ich baue momentan ziemlich viel. Ich baue hier noch so eine Builders Lodge. Aber bringt halt nichts. Kann niemanden einstellen. Kann niemanden einstellen. Mir fehlt ja auch immer noch das Geld. Aber gut, das wird kommen. Ich weiß noch nicht, wie sie es dann machen. Ob sie es dann so machen, dass die Leute hier am Lift bezahlen, also für den Lift, oder ob sie hier bezahlen, um ins Skigebiet zu kommen und können dann alles umsonst nutzen. Ja, was ist da das Beste, ne, für das Spiel? Ich glaube, mehr Micromanagement gäbe es, wenn es pro Lift kosten würde, also pro Liftfahrt. Und dann vielleicht noch ein Obolus für die Pisten, ich weiß es nicht. Schwierig. Also in Real Life bezahlt man ja, glaube ich, Tageskarten, oder? Ich glaube, es gibt im richtigen Skigebiet jetzt nicht, ich fahre einmal Lift, oder? Glaube ich nicht. Also das, ich glaube, fast immer sind es Tageskarten und ja, dann geht's ab. Guck mal hier, da fahren schon die ersten auf unserer neuen Piste hier. Die Grünis. Aber auch nicht so viele, ne? Das dauert richtig lange, bis die Sachen hier fertig sind. Der untere Lift ist fertig. So, und das hier ist schon... Geht das überhaupt hoch? Da tut sich nichts. Die haben das irgendwie gestoppt. Warum? Haben die den unten erst fertig gebaut oder was? So, wir haben ein Volunteer mehr. Dann machen wir den... Packen wir hier rein. So. Ja, keine Ahnung. Ja, die können jetzt hier noch nicht fahren. Ne? Das dürfte noch nicht funktionieren, weil die stucken ja dann hier. Ist jetzt übrigens auch die Frage, ob man jetzt hier die Piste raufbaut. Aber dann fahren die nicht hier hoch. Ja? Dann fahren die nicht hier hoch. Das ist blöd. Ich will die ja da oben haben. 75 Leute hier bei uns. Wie sieht es denn überhaupt aus? Die Forschung ist fertig hier auch. Wir haben erforscht Lightweight Pole Attachment. With 6 pounds less per pole, the motor will have more available power, so it can run faster. Great progress, right? Cheetos. Ja, das ist, glaube ich, nicht für unsere Lifte, ne? Das ist für uns. Das ist Chairlifts. Plus 20 Meter die Stunde. Machen wir das. Reinballern. Wie viele arbeiten im Forschungszentrum? Nur einer. Es dauert dann natürlich, glaube ich, dann umso länger. Aber was willst du machen? Wir haben keine Volunteers. Ich meine, okay, wir könnten jetzt sagen, hier, der kommt nochmal weg und der kommt hier rein, weil momentan kann hier eh keiner fahren. Das heißt, muss ja erstmal hier fertig werden. Der wird nicht fertig gebaut. Ich glaube, die bauen jetzt erst den fertig, um den dann fertig zu bauen. Ich weiß nicht, was da los ist. Priority Level kann man hier auch einstellen. Ist das dann für die Techniker?
Höchstwahrscheinlich, ne? Ah, hier steht's auch. Kein Active Upgrade. Das heißt tatsächlich, das eine Upgrade, was wir gemacht haben, ist für den Einer-Lift. Ja. Energy. Leute, die haben... Aber wo kriegen wir Energy denn her? Also das scheint ja noch nicht verfügbar zu sein, oder? Die haben ja einfach Energy. Heat minus 10, Appeal minus 20. Also sieht nicht so geil aus. Appeal minus 90. Ja, der... Gut, ich weiß nicht, inwiefern sich der ganze Appeal-Gedöns jetzt hierauf schon auswirkt oder ob das alles noch leere Zahlen sind. Kann natürlich sein, ne? Das dürfte ja alles minus Appeal sein. Was ist denn plus Appeal? Hier dieser Shop? Der hat ein bisschen plus Appeal tatsächlich. Und so eine Piste, hat die auch Appeal? Nee. Hier ist eine richtig lange Piste, ne? 651 Meter. Weite und Länge ist immer gleich. Was ist das denn? Das scheint noch nicht zu stimmen hier, oder? So, der Lift ist jetzt auch fertig. So, geht der jetzt mal weiter hier? Ja. Sehr gut. Das heißt, alle Lifte sind jetzt gleich fertig. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber es sind nicht viele, die hier mal auch fahren, ne? Mit unserer grünen Piste hier. Es ist eigentlich... Die Piste blau und die hier ist grün und die ist auch grün. Kann man das einstellen? Weil die hier ist doch nicht grün. Ach, guck mal hier. Ach, guck mal, die kann ich umstellen. Also die... Warte mal, also der Balken da drüber ist, glaube ich... Wie die Piste ist, weil hier war ja auch ein Stück schwarz hier. Und das ist, dürfte das hier sein. Also die Aufteilung. Ja, also die Homogenität letztlich. Du kannst natürlich eine grüne Piste bauen, die komplett grün ist. Dann müsste der Balken hier komplett grün sein. Aber diese Piste hier hat ein paar rote Elemente, ein paar schwarze Elemente sogar und blaue Elemente. Und die ist aber als grün deklariert. Und deswegen, Leute, jetzt kommen wir hier der Sache aber mal ganz schön um den Grund. Deswegen fallen die Leute hier. Vor allen Dingen die Grünen liegen hier immer auf der Nase. Der grüne und der blaue. Also ich würde sagen, die deklarieren wir mal. Der ist ja über die Hälfte, ist schwieriger als grün. Das deklarieren wir mal als blau. Oder sogar rot. Das ist eine rote Piste. Und das hier lassen wir mal als blaue Piste. Und hier? Hier ist jetzt die Frage. Wir sind, glaube ich, ein bisschen über... Die Hälfte ist grün, die könnten wir grün lassen. Das heißt, wir haben blau, rot und grün. Und hier oben ist auch fertig. So, das heißt, wir könnten aufmachen, haben aber nur einen freien Volunteer. Das ist nicht gut. Egal, wir machen jetzt mal auf. Nehmen hier einen raus. Nehmen, wo könnten wir denn noch einen rausnehmen? Builders Lodge, die haben ja momentan nichts zu tun. Hier, ist ja, passiert ja nichts mehr jetzt. Kommen die raus. So. Zack. Hier, direkt zwei rein. Ah, Leute. Ja, das können wir alles, da können wir keinen rausnehmen. Die sind alle beschäftigt. Boah, guck mal hier, da gehen sie hin. Da gehen sie hin. Rote, blaue, grüne, alle. Leute. Aber hier, ne, fährt kein Mensch hoch. Warum nicht? Also hier fahren jetzt die ersten hoch. Sämtlicher Farben außer grüne. Grüne fahren nicht hier hoch. Warum?
Ja, das hier muss auch eine grüne sein. Wenn das grün ist. Sieht da unten jetzt was? Tatsächlich, ne? Das heißt, da kommen jetzt auch grüne. Moment mal, das muss ich jetzt erstmal überlegen. Also, wenn ich das da oben grün habe, dann kommen da auch grüne. Übrigens sind unsere Lüfte jetzt schneller, oder? Ja. Boah, ich muss die Nase putzen, Freunde. Oh, Entschuldigung. So, da bin ich schon wieder. Also, wenn... Ne, also, Update ist da. Wenn das jetzt grün ist, dann heißt das, es ist die einfachste Pistenform. Das heißt, jeder geht da hin. Egal ob schwarz, rot, also die können da alle hin. Wenn ich die jetzt schwarz machen würde, würde da keiner hinfahren? Eigentlich müsste ich das ausprobieren, aber ich will jetzt nicht hier meinen ganzen Fluss unterbrechen. Das ist ja interessant. Das ist interessant. Aber warum fährt dann hier keiner hin? Da ist einer. Wenige, wenige. Letztlich ist das ja auch grün. Auch grün. Das ist grün. Boah, die brauchen erstmal 4000 Jahre, bis sie überhaupt hier oben sind mit dem einen Arbeiter hier. Und hier staut sie jetzt natürlich. Aber ist nicht schlimm, weil dann ist hier leerer. Weißt du, ich will ja letztlich, dass die hier alle verteilt sind auf dem ganzen Skigebiet und nicht sich hier unten tummeln. Ja? Der erste Berg hier zum Beispiel war ja so, man ist wenig unterwegs. Ja? Das ist schon sinnvoll. Übrigens, Forschung. Was machen wir denn? Was ist das hier eigentlich? Ach, guck mal. Was muss ich denn dafür machen? Forschen wahrscheinlich. Four-Person Fixed Grip Chairlift. Den brauchen wir. Dann müssen wir das jetzt hierfür erforschen. Ja, egal, machen wir. Ist zwar auch wieder für den Toe-Lift, aber egal. Ach, guck mal, da steht's. 30 Punkte. Wahrscheinlich geht das dann hier weiter, wenn das fertig ist. Okay. Leute, wir haben ein Volunteer mehr. Hier, direkt rein. Direkt reinballern. Jetzt geht das schon mal schneller. Ich habe das Gefühl, jetzt fährt kein Grüner mehr hier runter. Kann das sein? Alle Grünen, die jetzt hier hochfahren, fahren nach ganz oben. Da kommt wieder einer. Ja, der fährt auch geradeaus. Das ist ja krass. Ich dachte immer, das hier ist komplett random. Ist es nicht. Hat schon seine Bedeutung hier alles. Interessant, sehr interessant. Also die Grünen fahren hier nicht runter mehr. Aber wieso haben die das vorher gemacht? Weil es keine Alternative gab? Oder war die eben als grün deklariert? Die war als grün deklariert, ne? Deswegen. Deswegen waren da auch so viele auf dem Arsch. Jetzt ist da niemand mehr, der hinfällt. Ah, das ist schon interessant. Wir fahren jetzt deutlich mehr runter. Ich meine, die hat ein paar rote Elemente, das stimmt schon. Also da wird auch noch hin und wieder einer hinfallen, höchstwahrscheinlich. Aber der größte Teil der Piste ist halt tatsächlich auch grün. Was heißt denn Perceived Difficulty? Die ich angeklickt habe, oder? Nee. Hier ist es ja was anderes. Weil das ist ja hier... Das ist ja keine grüne Piste. Slope Condition ist überall gut. Da muss noch nichts passieren. So, und hier kommen jetzt gleich die Leute an. Aber ich habe hier halt das Problem, hier muss eigentlich noch ein Volunteer rein. Aber woher nehmen wir nicht stehlen? Ich will doch nicht die Forschung jetzt komplett abbrechen. Hier ist nur einer drin, oder? Ja. Ja, Patrol Lodge. Wobei es ist momentan unfallmäßig noch alles... Na, da liegt schon wieder einer. Nee, lassen wir mal. Wann kriege ich denn einen neuen? Einen brauche ich halt noch. Aber kommt bald. Was ist das eigentlich hier?
Da steht aber nichts, oder? Zu, was das hier sein soll. Cheer Profiles. Wir haben 4 Profiles. Den grünen, den blauen. Den anderen grünen. Wir haben 2 verschiedene grüne. Und einen roten. Und der hier müsste bald den hier freischalten. Aber wann? Das ist doch voll hier, das Rad. Leute, ich weiß nicht. Aber da, der Volunteer ist da. Direkt hier ranballern. Zack. Alter, wir haben 143 Leute hier in unserem Skiparadies. Das ist jetzt schon recht voll. Aber gut ist, dass viele oben sind. Guck mal, hier ist nichts los. Die sind alle am Berg. So soll das sein. Nichts ist hier los. Und jetzt wird die Piste auch bald mal voll. Wenn jetzt hier die Leute mal ankommen, da sind die Ersten. Da sind die Ersten. Die jetzt hier runterdödeln. Sehr gut. Und das wird voll jetzt. Oh, toll. Guckt euch das an, ey. Das, hier hört es erst auf. Ja, die müssen erstmal alle unten noch wieder ankommen. Das scheint jetzt so eine Wellenbewegung zu werden. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. 150 sollen wir begrüßen, aber wir haben nur 143. Ich überlege gerade, ich würde gerne mal ausprobieren, dieser eine Lift hier, weißt du? Geht mal hier einfach hoch. Kann man hier hoch? So eine schöne schwarze Piste einfach mal machen. Ah, guck mal. Zu steil. Das ist zu steil. Scheiße. Das ist zu steil. Kommst du nicht hoch hier mit? Ah, und hier? Da geht's. Too long? Soll ich das machen? Leute, ich hab's gemacht. Jetzt eine schöne schwarze Piste hier runterbauen. Oh. Guck mal, die ist überhaupt nicht viel. Das ist nicht so krass. Sprungschanze. So, kurze Abfahrt? Warum denn nicht? Mach ich jetzt einfach. Aber warte mal, nee. Ich mach eine dicke. Large. Zack. Ja, jetzt haben wir natürlich niemanden, der das baut. Das ist ein Problem. Und guckt euch mal hier, was haben wir denn da alles? Problem Q, Building Closed. Welches Building ist denn closed? Das? Boah, guck mal hier. Unsere Piste hier. Ui, da kommen sie. Stürzt er? Ah, er hält die Beine. Er hält die Beine. Oh, er nimmt die Dinger hier mit. Er nimmt die Dinger mit. Er kennt da nichts. Geil. Geiler Typ. Boah, guck mal, hier ist richtig was los. Er ist noch ein bisschen benommen. Boah, Leute, meine Nase. Was ist denn da los? Vielleicht denkt die bei dem ganzen Schnee, ich bin draußen und wird irgendwie zu, oder was? Jetzt ist hier richtig was los. Und die kommen jetzt unten wieder an und stellen sich auch da wieder an. Oh, wir haben 150. Sehr gut. Aber ich brauche Volunteers. Ja, New Profiles, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie man die kriegt. Aber ich will
und brauchen Volunteers zum Bauen, Freunde. Guck mal hier, jetzt ist hier wieder richtig voll. Oh, guck mal, das sind neue. Schwarze. Die wollen schwarze Piste, oder was? Da. Komm mal. Da. Bold Adventurers. Warte mal, wo sind die Dinger? Hier. Jetzt haben wir Bold Adventurers. Die wollen halt Challenge, ne? Die wollen Challenge. Tja. Die Abfahrt hier ist es. Ah, wir haben Bilder. Zack. Bau das. Ah, unser Skigebiet wächst und gedeiht. Ich sag's euch, Freunde. Guck mal, die roten sind aber auch deutlich schneller als die langsam grünen. Haben auch kürzere Ski. Das ist schon krass. Die blauen sind aber auch schneller. Aber ist der rote, der ist noch schneller als der blaue auch. Boah, mit welchem Karacho gehen denn die schwarzen denn dann hier ab, ey? Guck mal, der rote, der nimmt jetzt hier den blauen mit. Zack! Hinten drauf, da! Pistenraudi! Aber die schwarzen müssen ja, gehen ja voll ab dann gleich. Uiuiui. So, der Lift wird gebaut. Sehr gut. Ah, Leute. Das wird schon. Warte mal, kann ich eigentlich hier schon sagen, das als nächstes? Nee. Ja, wir müssen den Viererlift hier hinbauen. Ja? Eigentlich alle austauschen. Alle austauschen. Wobei der hier zum Beispiel, den eigentlich nicht. Hier ist alles gut. Und hier kann ich auch, wenn ich einen Vierer hier hinbaue, müssen alle ein Vierer sein, weil sonst staut sich's. Er hat auch sich gedacht, nach 2 Metern, nee, komm. Ich komm nie unten an. Ich komm nie unten an. Alter, was? 500 Skier sollen wir bekommen heißen? 3 Reputation Stars. 1,5 haben wir. Und 6 Skier Profiles. Da haben wir jetzt, wie gesagt, haben wir einen mehr. Da. Aha, so funktioniert das. Aber mit den Punkten, das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Was heißt das denn hier? Ah, hier, die Forschung ist fertig. Da, 4-Person-Chairlift kommt jetzt, Freunde. Jetzt geht's los. So, der hier ist auch bald fertig. Hier ist immer noch viel Betrieb. Viel Betrieb. Das Ding ist, ich glaube auch, dass wir jetzt so viele Lifte haben, dass unsere Mechaniker nicht mehr nachkommen. Wir brauchen Volunteers, Freunde, ey. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Ich brauche noch eine hier auch eine Pistenguards, weil überall liegen die Leute. So, da kommen jetzt die nächsten. Da ist schon eine schwarze, ein Schwarz, ein Adventurer dabei. Da. Und die muss man nachher gucken. Die geht ab. Aber es kommen auch neue Leute hier rein. Es kommen neue Leute hier rein. Gehen die nach Hause hier? Verschwinden die jetzt? Ja. Also es gehen auch welche nach Hause. Okay. So, der Lift hier ist fertig. Na, jetzt haben wir natürlich wieder niemanden, der da arbeitet, ne? War schneller hier. Also hier ist schon ganz gut. Das ist schon hier... Das tariert sich ganz gut aus hier. So, ist fertig. Ah, und ein Volunteer ist da. Sehr gut. Zack, da kann doch nur einer arbeiten. Sehr schön. Boah, guckt euch mal hier den Speed an. Was sagen die denn? Ja, plus Speed, plus Gradient. Also er kann steiler auch. Der geht ja schon ziemlich steil. So, da geht's ab. Okay, das ist natürlich... Müssten so eigentlich sein. Aber okay. Es sei denn, die... Wobei, das kann nicht sein. Das wird ja hier gezogen. Das ist... Nee, das muss schon... Das ist nicht richtig.
So, als was habe ich die deklariert? Als rote Piste. Das heißt, da gehen wahrscheinlich auch nur rote und maximal schwarze, ja. Rote und schwarze gehen da drauf. Okay. Oh, wo ist denn hier unsere... Da! Uah! Alter, die überholt ja alles. Da auch. Boah, ich dachte gerade, eine schwarze Piste. Eine schwarze Pistenliebhaberin. Alter, was ist denn bei euch los? Ey, geht ja vollkommen ab. Aber es gehen jetzt gerade viele nach Hause, habe ich das Gefühl. Es kommen neue und es gehen viele nach Hause. Und alle, die neu kommen, scheinen erstmal auf den Lift hier zu wollen. Warum auch immer. Hier muss jetzt gegroomt werden, weil die Slope Condition ist doch gut. So, hier fahren auch schon die ersten runter. Na sicher. Ah, Leute. Es ist schon ganz geil. Wir haben jetzt sogar einen in der Builders Lodge, oder? Ja. Nur mal schneller, dann müssen wir hier. Ich will den Viererlift noch haben. Spannend. Aber hier die Piste, guckt euch das an, wie sie hier durchschießen. Alter! Richtig gut. Die ist richtig gut besucht. So, jetzt haben wir einen Volunteer mehr. Ja, wo soll der hin, ne? Ich brauche nicht so viele Volunteers. Leute, doch, in die Forschung. Zack. In die Forschung. Da ist er! Ja, immer, was machen wir jetzt? Hier ist weitergegangen, das ist gut. Ach. Maintenance ist natürlich auch nicht so schlecht. Machen wir das mal. So, Leute, Viererlift, was machen wir jetzt? Müssen wir den jetzt erstmal hier wegtun oder kann man den upgraden? Den muss man destroyen. Oh, jetzt ist natürlich hier große Empörung. Aber wir bauen direkt hier den Vierer hin. Ah, wie geht denn das? Geht das so? Ah, sieht gut aus. Baut das jetzt! Da wollen Tiere rein. Ich will den sehen. Boah. Okay, wird gebaut. Oh je. Hier ist natürlich jetzt die Hölle los. Hier ist jetzt die Hölle los. Das ist schlecht für unsere Reputation. Meine Kamera ist da, glaube ich, vor. Ihr könnt das nicht sehen, aber es ist bei 1,44. Total Satisfaction 62%. Ja, das kommt jetzt, wenn der Lift hier fertig ist. Snow Tires sind fertig. Ah, fertig. Long Distance Walkie Talkies. Plus 50 Meter Autonomie. Nee. Repair Training. Das machen wir. Ja, guck mal hier. 15 Leute sind momentan, glaube ich, verunglückt. So, jetzt hier. Zack! Da ist er! Leute! Ist das ein Lift? Aber hallo. Jetzt geht's hier richtig ab mit der Piste. Da kommen die Leute. Aber die werden noch abgefertigt. Bam! Und die nächsten vier weg. Bam! Und die nächsten vier weg. Bam! 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 So nämlich. Geil. Und jetzt ist hier auch richtig Betrieb auf den Pisten. Ist da gerade ein blauer hoch?
sogar blau auch mal hoch jetzt. Da hat sie blaue auf die blaue, auf der blauen Piste auf die Fresse gelegt. Idiot! Überschätzt hat er sich. Oh, guck mal hier. Drei schwarze Pistenliebhaber. Da liegt ein Bold Adventurer, ja? Obwohl die Piste nur rot ist. Das ist ja das Lächerlichste überhaupt. Alter, was ist hier los? Die fallen ja hier wie die Fliegen. Was ist da los? Energy plus 40. Haben die Energy hier, die Leute, oder was? Na sicher. Die müssen sich irgendwann aufladen. Okay. Auch ein neuer Punkt. Und die Adventurers hier. Oh, guck mal, die ist überhaupt nicht glücklich. Die ist nicht glücklich, weil sie da mit dem Kopf im Schnee liegt. Das ist schon klar. Das ist schon klar. Aber jetzt mal ernsthaft, ne? Alter, hier liegt alles voll. Ich brauche Leute, die... Alter, die liegen ja nur hier rum. Tja. Hier. Challenge. Für die Schwarzen haben wir nicht so viel. Ja? Das muss erstmal alles kommen noch. Leute, wir bauen jetzt noch gerade eine Sache. Und zwar eine weitere Patrol Lodge. Weil es geht einfach drunter und drüber. So. Und dann gucken wir mal. Ich weiß nicht. Wollt ihr noch eine Folge in diesem wunderbaren Skigebiet hier haben oder nicht? Ich frage euch. Ihr seid die Könige. Ihr dürft entscheiden. Ansonsten sage ich tschüss. Vielleicht bis zum nächsten Mal hier bei Snowtopia. Wir haben offensichtlich noch ein bisschen was zu tun. Ja, und wenn das Ganze hier mal irgendwann auch noch Geld und alles hat, das ist schon, man denkt erst, ja gut, ein Skigebiet bauen, das kann ja nicht so komplex sein, aber da gibt es schon ein paar Sachen, ne, die wir heute gesehen haben. Und wenn man dann noch irgendwie vielleicht mit dem DLC irgendwann dann noch Hotellerie und so einführt, geil, da habe ich Bock drauf. Und Après-Ski-Dinger, die man da hinbaut, hätte ich richtig Bock drauf. Ich sage jetzt erstmal tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Vielleicht hier bei Snowtopia, ansonsten gibt es ja noch ein paar andere Videos auf meinem Kanal. Die könnt ihr euch reinziehen. Pow! Bis dahin, macht's gut.